Wow, sieh dir das an. Ich mag die feinen Dinge des Lebens. Tja, ich bevorzuge Geld, um mich abzukühlen. So ist es besser. Das bringt mich auf eine Idee. Ran an die Arbeit. Ich schneide das Papier in 4 Teile. Jetzt benutze ich die Quadrate als Schablone. Als nächstes falte ich das Quadrat um, bis es wie ein Fächer aussieht. Das gleiche mache ich auch mit dem Rest. Jetzt kann ich kreativ werden. Ich male sie aus. Wir brauchen ein paar Augen. Jetzt setzen wir die Teile zusammen. Ich benutze Kleber, um sie zu verbinden. Als nächstes rolle ich alles ein. Ich brauche einen Griff. Dieser Faden wird hilfreich sein. Ich bringe ihn am Fächer an. Und jetzt zeichne ich ein Accessoire. Ich male es aus und klebe es hier. Wow, jetzt kann ich mich abkühlen. Hallo Fidget-Fans, willkommen zum Wettbewerb. Lasst uns unsere Teilnehmer kennenlernen. Hallo, ich bin echt froh, hier zu sein. Hier ist dein Tablett voll mit Leckereien, Lexi. Und auch eins für dich, Mia. Wow, da gibt es so viele Sachen. Das reicht. Hey, der Typ mit dem schlechten Hemd, komm mal her. Ja? Gib Lexi noch mehr. Das kann ich tun. Viel Glück, Lexi. Wow, da gibt es so viele Dinge zu verwenden. Aber das war meins. Ja und? Das gehört jetzt mir. Du kannst diesen Ballon haben. Viel Spaß. Nur ihn? Oh je. Wow, sieh dir das an. Das ist meine Chance. Das perfekte Verbrechen. Ich brauche noch was anderes. Die sind perfekt. Der ist so matschig. Ich liebe ihn. Das ist genau, was ich brauche. Also dann mal los. Ich hole den Schleim aus dem Behälter. Das fühlt sich komisch an. Jetzt brauche ich den Ballon. Ich gebe den Schleim in den Ballon. Und mache dann einen Knoten. Er ist schön fest. Dann wickle ich das Netz darum. Dieses Gummiband hält ihn in Position. Ich probier's mal. Das macht echt Spaß. Es ist wie ein Fidget-Toy. Fühlt sich toll an. Die Zeit ist um. Mal sehen, wer gewinnt. Psst, komm mal her. Ich bin gleich zurück. Lexi hat gewonnen, verstanden? Ich liebe meinen Job. Was wollte ich sagen? Ach ja, die Gewinnerin ist... Das ist der Teil, in dem er meinen Namen sagt. Warte mal kurz, warum ist mein Bein kalt? Oh nein, das ist echt peinlich. Wo geht sie hin? Das war komisch. Egal, Mia, du hast gewonnen. Ich? Toll, das ist so aufregend. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich möchte Mama und Papa danken und auch Lexi für ihre Kleidung. Das macht wirklich Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag tun. Das gibt's doch nicht. Poppet ist vorbei. Was soll das heißen? Fertig, beendet. Etwas Hilfe? Wunderbar. Nein, mach's nicht. Das muss getan werden. Das schmerzt mich mehr, als es den Poppet schmerzt. Vertrau mir. Aber ich darf nicht mit einem Poppet gesehen werden. Ich habe einen Ruf zu wahren. Du Monster. Schau, was du getan hast. Ich werde dich nicht vergessen. Ach komm schon, du machst dich lächerlich. Ich habe eine Idee. Ich kann Lexi ein Spielzeug basteln. Zuerst zeichne ich eine Form auf diesen Schaumstoff. Dann schneide ich sie aus. Dafür brauche ich 2 Schaumstoffstücke. Ich male Kreise auf ein Stück und schneide sie aus. Das kann ich im Moment beiseite lassen. Ich hole mir noch ein Stück Schaumstoff und schneide dann einige kleine Quadrate aus. Mit einem Bügeleisen weiße ich den Schaum auf. Jetzt, wo er weich ist, kann ich ihn um diese Murmel wickeln, sodass eine Vertiefung entsteht. Mit dem Rest werde ich genauso verfahren. Ich stecke die Vertiefungen in den Schaumstoff. Genau so. Ich gebe etwas Klebstoff auf die Rückseite und klebe das zweite Stück darauf. Ich benutze diesen Pfeifenreiniger rund um den Rand des Schaumstoffs. Das sieht ja gut aus. Jetzt brauche ich 2 große gelbe Kreise. Ich zeichne um den oberen Teil des Schaums herum und schneide das Stück aus. Ich habe eine Mondform auf diesen schwarzen Schaum gemalt und klebe sie auf den gelben Schaum. Es ist an der Zeit, sie zusammenzusetzen.
Ich füge nur noch einige Details hinzu. Es sieht genau wie ein Emoji aus. Sieh mal, was ich habe. Oh, gib mal her. Das ist echt cool. Ich liebe es. Moment, das muss ich posten. Da, jetzt ist es zurück. Das ist das Beste. Oh, so viele Spielzeuge. Aber die sind alle langweilig. Oh, der da. Der ist schon süß. Nö, ich bin damit durch. Weiter. Igitt. Ich hasse die alle. Hier muss es doch was geben, was Spaß macht. Wahnsinn. Das ist echt krass. Hm, was soll dieses Geräusch? Hey, hier drüben. Hey, hey. Ich? Ach so, gefällt dir das? Ja, ja, ich will es. Komm mal raus. Wow, das ist super. Kann ich es bitte haben? Los, komm mit. Bin so froh, dass wir uns getroffen haben. Ich muss ganz leise sein. Perfekt. Sie ist eine Diebin. Ich hau besser ab. Ist doch nur ein Strohhalm. Keine Sorge. Mach's dir bequem. Netter Ort. Ich brauche noch ein paar Sachen. Die sind hier irgendwo. Ups, das ist ein bisschen unordentlich. Ja, wem erzählst du das? So, was machst du jetzt? Psst, ich versuche mich zu konzentrieren. Hast du keinen Butler oder so, der für dich aufräumt? So, jetzt habe ich alles. Cool. Aha. Büroklammern? Was mache ich eigentlich? Genau, was machst du? Ich brauche noch eine Flasche. Ah, so ist es besser. Ihre Flasche mit reichhaltigem Wasser, Ma'am. Ich habe einen teuren Geschmack. Mach dein Ding. Okay. Ich schneide zunächst Teile der Strohhalme ab. Jetzt mache ich die Büroklammer an dem Strohhalm fest. Dann mache ich eine Kette aus Büroklammern. Da fehlt noch was. Wir brauchen Augen. Ich nehme jetzt die Wasserflaschen und werfe die Strohhalme hinein. Schau sie dir an. Hier, bitte sehr. Die sind echt süß. Sie schwimmen. Ich wollte schon immer Haustiere. Vielen Dank, Mia. Die sind so weich und matschig. Ist das nicht Mia? Hm? Oh, hallo, Lexi. Schau, ich habe Steine. Warum bekommt sie all die tollen Sachen? Hi, willst du spielen? Klar. Komm, setz dich. Danke. Gefallen dir meine Steine? Ja, ich tausche mit dir. Warte mal kurz, reicht das? Ich will kein Geld. Na gut, was habe ich noch? Das ist ja eine hübsche Halskette. Nee. Du verhandelst echt hart. Wie wär's mit Nagellack? Oh, ja, ja. Wahnsinn, ich kann's nicht glauben, dass ich Steine habe. Die sind super. Und richtig schick. Hm. Ich habe eine Idee. Ich kann Stressbälle machen. Zuerst zerquetsche ich die Knetmasse. Das tut gut. Dann rolle ich sie zu einem Ball. Ich will, dass sie schön glatt ist. Sieht gut aus. Zeit für den Nagellack. Ich trage ihn auf die Knetmasse auf. Der hier wird blau sein. Ich bedecke die Kugel vollständig mit dem Nagellack. Ich möchte keinen Punkt verpassen. Jetzt habe ich Stressbälle. La 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 la, gib mir einen Kuss, Mrs. Stone. Was macht sie da? Geben Sie mir die. Spielen Sie stattdessen mit diesem Stein. Diamanten machen mehr Spaß. Na gut, versuchen wir es mal. Oh ja, das fühlt sich so gut an. Das war eine tolle Idee. Oh, dieser Ring macht keinen Spaß. Mia, darf ich mitspielen? Wahnsinn, danke. Es fühlt sich so matschig an. Ich liebe es. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ich bin jetzt so entspannt. Wow, du bist so schlau. Spielzeug muss nicht unbedingt teuer sein, um Spaß zu machen. Man braucht nur ein wenig Kreativität und Fantasie und schon kann man viel Spaß haben.
Was war euer Lieblingsspielzeug? Schreibt es uns in die Kommentare unten. Vergesst nicht, dieses Video mit euren Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere lustige Videos wie dieses zu sehen. Das Essen ist echt fade. Oh, da ist der Typ ja wieder. Schätze, er will hier auch Mittag essen. Ich sag mal hi. Warte mal, was war das? Er hat einen riesigen Pickel im Gesicht. Den will ich. Hä? Hey, weg von meinem Gesicht. Ach, na egal. Genau, es ist egal. Es ist mein Gesicht und mein Pickel. Aber jetzt bin ich Krankenschwester und habe ein Heilmittel. Wow, wo kommt die Krankenschwester her? Die ist niedlich. Du darfst meine Temperatur messen, wenn du willst. Na, eigentlich wollte ich ein anderes Problem von dir behandeln. Nein, 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 nein! Weg damit von meinem Gesicht! Ich schlag dich! Na toll, das war nix. Ich brauche einen neuen Plan. Ein bisschen näher. Ah, das fühlt sich gut an. Das ist meine Chance. Los, Babyhände! Hey, hör auf damit! Nimm deine Babyhände von mir! Ah, ich liebe diese Chips. Meine Lieblingssorte. Hä? Was war das für ein Ton? Oh, ein süßes kleines Löwenbaby. Es will gestreichelt werden. Du bist so süß. Oh, geh weg von mir. Verschwinde, du gefährliche Bestie. Nimm das, anstatt mich zu zerfleischen. Puh, dieses Mittagessen war ziemlich gefährlich. Oh, keiner meiner Pläne ging auf. Warte mal, ich habe die beste Idee überhaupt. Diese Spielzeugnase wird sie von meiner fernhalten. Hier. Das ist für dich. Na los, nimm schon. Zeig mal, was ist das für ein Ding? Sieht wie eine Nase aus. Wow, wenn ich da drücke, kommt was raus. Als ob ich einen echten Pickel ausdrücke. Wow, da kommt so viel Schleim raus. Da kommt immer mehr. Das gefällt mir. Und es gibt so viele Pickel zum Ausdrücken. Ich kann quetschen, so viel ich will. Ich wusste, dir gefällt das. Gern geschehen. Yeah, schon wieder einen ausgedrückt. Gut, dann ist mein Gesicht sicher. Zurück zum Mittagessen. Wow, dieses Spiel ist erstaunlich. Lauf, kleiner Mann. Ich werde davon nie müde. Sie muss sich beeilen. Willst du nicht tanzen? Oh ja! Hey, ich versuche mich zu konzentrieren. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Wie wäre es mit Singen? Halleluja! Wollt ihr mich verarschen? Psst, ich spiele mein Videospiel. Wow, sie meint es wirklich ernst mit dem Spielen. Schon gut, ich weiß, was zu tun ist. Sag's schon. Siehe dies. Los geht's. Hey, was machst du da? Das waren nicht wir. Gut, machen wir mal weiter. Zeichne Sonic. Toll. Das wird lustig. Ich beginne mit dem Umriss. Ganz ruhig. Ich möchte, dass es perfekt wird. Der Umriss ist fertig. Jetzt etwas Farbe hinzufügen. Zuerst um die Nase herum. Ich muss innerhalb der Linien bleiben. Und jetzt der Mund. Es läuft gut und macht Spaß. Jetzt den Pelz machen. Das Blau ist perfekt. Ich fange besser an. Ich male eine Skizze auf dem Papier. Ich nehme zuerst schwarzes Plastik und fülle dann die Augen aus. Ich ziehe die Linien eng zusammen. Ich will keine Lücken. Nun ist der Mund fertig. Jetzt wechsle ich zu blauem Plastik. So weit, so gut. Jetzt aber zurück zum Umriss. So fällt es besser auf. Ich bin fertig. Ich warte, bis der Pfannkuchen gar ist. Er ist fertig. Wow, Olivia, der sieht toll aus. Danke, ich bin stolz darauf. Echt jetzt? Ich bin mit dem Spiel fast fertig. Hey, da drüben! Dafür gibt es nur eine Lösung. Wohin gehst du? Es wird schlecht enden. Oh, du bist gemein. Du bist selbst schuld. Gut gemacht. Jetzt bist du aufmerksam. Sei froh, dass ich dich nicht steche. Olivia gewinnt. Sie hat mein Spiel nicht ruiniert. Ja, ich wusste es. Das fange ich an zu bereuen. Bereit für die nächste Runde? Was macht er da? Ich sehe euch. Kapiert's? Nein, wir brauchen etwas Hilfe. Warum probiere ich's überhaupt? Macht ein Mini-Me. Sag das doch gleich. Wow, die sind so schön bunt. Los geht's. Ich habe gar nicht viel, aber ich mache das Beste draus. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache erst den Sand durcheinander, dann muss ich ihn formen. So. Ich bearbeite erst den Sand. Fast wie Kuchen backen. Ich beginne mit dem Kopf. Ich rolle den Sand in einen Ball. Ich drücke es gut zusammen, damit es fest verpackt ist. So, dann kommt der Körper.
Sobald das erledigt ist, komme ich zu den Augen. Ich muss vorsichtig sein, ich will ihn nicht kaputt machen. Da noch die Krone. Hey, schau dir das an. Was zum... Oh, süßes Monster. Hast du die Challenge verstanden? Schätze, Mia gewinnt erneut. Wow, ich bin noch nicht fertig. Oh, perfekt. Nun die anderen. Was für eine tolle Stresslinderung. Ich spüre förmlich, wie meine Anspannung wegschmilzt. Ich sollte das öfter machen. Okay, ich bin soweit. Schaut her. Wow. Ich werde euch richtig beeindrucken. Ich muss nur den Sand mischen. Wow. Das ist genial. Wie hast du das gemacht? Echt süß, nicht wahr? Aber da ist noch mehr. Ich schiebe den Sand beiseite. Oh, schau, wer ist dieses Kerlchen? Das ist wie Zauberei. Schauen wir mal hier rein. Es ist jedermanns blaues Lieblingsmonster. Wow, das ist großartig, Claire. Im Vergleich dazu sieht mein Monster schrecklich aus. Wir tun so, als ob das nie passiert wäre. Claire gewinnt. Wuhu, ich wusste es. Gut gemacht. Willkommen beim Squid Game. Das sieht nicht gut aus. Versteck dich. Hab euch. Ich erkenne diese Stimme. Ich bin im Moment so verwirrt. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Das wird nicht funktionieren. Lasst mich euch mit dem Lied meines Volkes entspannen. So schön, ha? Das ist seltsam. Es ist heiß in diesem Outfit. Schon besser. Was ist hier los? Wirklich? Nichts? Kommt schon, ich bin's. Ah, die Biene. Ihr müsst einen süßen kleinen Wächter zeichnen, kapiert's? Ah, gar nicht so schlecht. Das sollte nicht schwierig sein. Ich beginne mit einem weißen Kreis, dann einen größeren schwarzen Kreis darum. Das wird der Kopf des Wächters. Dann fülle ich ihn aus. Jetzt zeichne ich eine Skizze für sein Kostüm und mache seinen Körper fertig. Er wird so süß. Das war's mit dem Körper. Zeit, Farbe ins Spiel zu bringen. Da gibt es nicht viel zu sagen, nur eine Farbe. Wow, Mia ist wirklich gut. Ich sollte mich beeilen. Ich beginne mit rotem Plastik für den Kopf. Jetzt zeichne ich die Maske. Sieht gut aus. Aber ich will jetzt keine Fehler machen. Okay, was kommt jetzt? Mal nachdenken. Ah, ich hab's. Ich füge einen Umriss um sein Outfit hinzu. So sieht es besser aus. Zum Schluss füge ich der Maske weiß hinzu. Und das war's. Wir sind fertig. Ich mag deinen Pfannkuchen. Beide sind gut. Welches ist besser? Es ist schwer, aber... So hypnotisierend. Die Gewinnerin ist... Mia! Gut gemacht. Endlich. Juhu. Gewonnen. Nene. Ich dachte, ich hätte diese Runde. Ich kriege Hunger. Oh, ich habe eine Idee. Hey, kann ich hier ein Eis bekommen? Ich kann es kaum erwarten. Ich habe ein Eis für eine Riesenbiene. Hey! Ich werde das genießen. Und dich. Bezaubernd. Mach, dass es aufhört. Hallo. Sie scheinen beschäftigt. Gefällt dir das? Das kitzelt. Okay, ich kann das nicht mehr ertragen. Hey, hört auf damit. Ist das lecker. Ich weiß, was zu tun ist. Hey, hört uns zu. OMG, wir küssen uns jetzt. Gut, dass ich mir heute Morgen die Zähne geputzt habe. Schluss damit. Okay, das war laut. Autsch, meine Ohren. Na gut, hier ist es. Ah! Ups, falsches Bild. Zeichne dieses Eis. Oh, das ist schon besser. Los geht's. Das sollte gut sein. Ich beginne mit einem Dreieck. Dann mit gelbem Plastik auffüllen. Das ist die Eistüte. Jetzt zeichne ich oben einen Kreis. Das wird die Soße auf meinem Eis sein. Schokolade. Was ist los? Oh, du hast mich zur glücklichsten Biene der Welt gemacht. Ich liebe eine gute Romanze. Mia, schau her. Kann das Leben noch besser werden? Ich bin so glücklich. Wie auch immer, ich muss mich hier konzentrieren. Ich fange mit der Eiscreme an. Ich zeichne es in Abschnitten. Es sieht aus wie das Kaka-Emoji. Ich fange an zu weinen. Okay, zurück zu meinem Eis.
Ich verbinde die Tüte mit der Schokoladensoße. Dann zeichne ich über die Eistüte. Dadurch wird es etwas detaillierter. Jetzt noch ein paar Streusel. Okay, noch mehr Linien zur Eistüte und dann einige in die andere Richtung. Jetzt die Eistüte ausfüllen. Sieht gut aus. Ein paar Streusel hinzufügen und jetzt kann ich das Eis machen. Dieses helle Rosa wird gut aussehen. Ich befestige eine Kette an meinem Eis. Und sichere es mit Plastik. Und ich kann kleinere Versionen herstellen, um ein passendes Schmuckset zu machen. Hey, ich bin fertig. Die würde ich gerne tragen. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Moment. Ganz vergessen, dass die noch hier sind. Schon gut, ihr seid ein süßes Paar. Gebt mir eine Minute. Unentschieden, zufrieden? Wo waren wir gerade? Ich will, dass du meine Königin kennenlernst. Unentschieden? Das scheint fair. Wie sehe ich aus? Kann ich reden? Esse! Ich will es wieder tun. Noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Was? Nein, das war's. Oh, das ist nicht fair. Ich hau ab. Macht's gut. Tschüss. Komm bald wieder. Ich mochte die Biene. Was ist da los? Hey, wir sind wieder zu Hause. Was jetzt? Ich glaube, wir wissen beide, was zu tun ist. Beginnen wir mit dem Putzen. Wow, so ein Chaos. Spielzeug muss nicht unbedingt teuer sein, um Spaß zu machen. Man braucht nur ein wenig Kreativität und Fantasie und schon kann man viel Spaß haben. Was war euer Lieblingsspielzeug? Schreibt es uns in die Kommentare unten. Vergesst nicht, dieses Video mit euren Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere lustige Videos wie dieses zu sehen.